Ja, eine kleine Info vorweg. Jetzt erstmal willkommen in meinem Tutorial, wo ich euch zeige, wie ihr die Minecraft Zeus Shader Mod, die Zeus Shader Mod für Minecraft 1.5.2 installieren könnt, dass ihr dann halt Schatten habt. Und ich möchte vorweg sagen, bevor ihr das Video seht, ich hatte sehr viele Fails während der Aufnahme gehabt. Ich habe da auch manchmal was falsch gemacht, deswegen habe ich ein bisschen im Video rumgeschnitten, sodass das alles wieder passt, damit ihr das auch alles hoffentlich versteht. Also erstmal vorweg. Ja, falls das jemandem dann auffällt. Ja, ich habe da mehrmals geschnitten, aber es sollte eigentlich verständlich sein, wie man die Shader-Mod installiert, wenn ihr euch das Video anschaut. Wenn nicht, könnt ihr natürlich noch Kommentare schreiben. Und ja, wie gesagt, sorry, im Video werden jetzt ein paar Cuts drin sein. Aber, jo, dann würde ich mal sagen, viel Spaß dabei und, ja, viel Spaß mit der Shader-Mod und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen in meinem kleinen Tutorial, wo ich euch jetzt zeigen werde, wie man Zeus Shader Mod installiert. Ja, ich weiß, es gibt schon so viele Tutorials darüber auf YouTube und vor allem meine Mikrofonqualität ist auch nicht die beste, weil ich mit dem Ersatz-Headset aufnehme. Mein richtiges Headset ist ja kaputt, abgebrochen und so ein Kram. Ist ja schon neu bestellt, kommt Montag oder so an, muss ich mal gucken. Und ja, ich weiß, es gibt schon so viele Tutorials, aber es wurde halt gewünscht. Es wurde halt einmal gewünscht, aber trotzdem habe ich mir gedacht, weil mir gerade so langweilig ist, mache ich einfach mal ein Tutorial darüber, und zwar, wie man Zeus Shader Mod installiert und die Shader Packs dazu, die ich auch in meinem Let's Play verwende. So, ist erstmal sorry nochmal wegen der Mikrofonqualität, bevor sich da jemand aufregt. Ich weiß auch, dass die schlecht ist. Wird sich ab nächster Woche wohl wieder bessern. Und jo, als allererstes würde ich euch empfehlen, sichert eure Minecraft Jar und dann geht ihr einfach beim Minecraft, beim Gecracken, könnt ihr hier einen Haken bei Force Update irgendwo setzen und beim Originalen geht auf Options, Force Update, dann einloggen, damit ihr erstmal ein frisches Minecraft habt, ohne irgendwelche Mods, denn manchmal, lol, ist das langsam gerade, denn manchmal gibt es halt auch die Probleme, wenn man schon eine Minecraft Jar mit ganz vielen Mods drin hat und dann installiert man den Shader-Mod, dann kann das mal passieren, dass irgendwie gar nichts mehr geht. Und ja, jetzt kann es sein, dass ihr gleich nichts seht. Moment, er lädt noch. Wieso dauert das so lange jetzt? Lol. Ja, sorry. Ah, jetzt seht ihr gerade nichts. Ich weiß, ihr seht jetzt nichts. Ich bin hier gerade in Vollbildmodus drin. Ich mache den mal eben aus. So, jetzt habt ihr ein frisches Minecraft und wenn ich jetzt mal in irgendeine Welt hier Test create, wenn ich da jetzt zum Beispiel mal reingehe, dann seht ihr... warte, ich mache mal eben hier Vollbild. Dann seht ihr, ja, keine Shader. Und ja, das ist ja langweilig, ne? So, also jetzt schließen wir mal wieder Minecraft. Und was ihr jetzt allererstes macht, ist, ihr ladet euch Optifine runter. Ich werde den Link zu dem Optifine natürlich auch noch in die Videobeschreibung stellen. Und ihr Optifine HD Ultra Download Mirror. Da geht ihr jetzt einfach rauf, also dann abspeichern. Dann kommen wir jetzt noch zum GLSL Shader Mod. Das braucht ihr natürlich auch noch dafür. Ja, ich werde euch die Direktlinks wahrscheinlich auch in die Videobeschreibung tun, weil dieses ganze blöde Rumgeklicke hier ist ja auch nervig. Ja, dass ihr dann... Ich werde die Direktlinks in die Videobeschreibung schon stellen, keine Sorge. Nun müssen wir, um zum Punkt Minecraft-Verzeichnis kommen, müssen wir folgende Tasten drücken. Wir mal die Windows-Taste plus R, also Windows-Taste und R, gibt ein %appdata%, drückt OK, geht auf Punkt Minecraft, bin... ja, ich weiß, ich habe hier ganz viele Minecraft-Jars. Dann geht ihr auf die Minecraft.jar, macht einen Rechtsklick, öffnet mit WinRAR-Archiver und das Wichtige dabei ist jetzt, ja, dass ihr WinRAR braucht. Und bevor wir jetzt hier weitermachen, müssen wir Minecraft nochmal eben sauber neu installieren, denn ich habe ja einen Fail gemacht. Dann Login. So, jetzt müssen wir eben warten, bis es hier wieder gestartet ist. So, er startet noch. Sorry für meine ganzen Fails, tut mir echt leid. Ja, es startet immer noch. So, jetzt können wir den Kram hier wieder schließen. Jetzt können wir den Kram hier wieder schließen. Jetzt können wir den Kram hier wieder schließen. Wir können den Kram immer noch schließen. Oh, Mann, mach mal hin. Hab nicht mehr so viel Zeit. Hab nur noch 40 Minuten Zeit. Ach komm, so, sorry. Jetzt, machen wir das einfach nochmal. Wir werden uns jetzt auch Forge noch mit herunterladen. Der Link zu Forge wird auch in der Videobeschreibung sein. Guck mal, ich brauche das hier einfach nur bei Google eingeben, aber weil manche das trotzdem nicht finden... Ja, werde ich einfach mal den Link dazu in die Videobeschreibung natürlich auch stellen. Und ja, sorry, dass es gerade so lange dauert. Irgendwie spinnt mein Internet heute rum, meine 100K-Leitung. Und das hier ist auch wieder toll. Ja, wie, weißt du, so sieht das immer aus, wenn ich Mods suche, Forge, Download, minecraftmodding.de. Ja, das ist ja scheißegal, welche Seite wir hier nehmen. Download 1.5.2. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Keine Sorge, macht euch da keine Sorgen. Achso, ja, habe ich schon mal runtergeladen. Huch. So, und jetzt macht ihr folgendes, ihr geht in die Minecraft Jar wieder, öffnet mit WinRAR-Archiver, ihr braucht WinRAR dafür und jetzt müsst ihr den Meta-Inf-Ordner löschen. Ihr müsst einfach einmal auf den Meta-Inf-Ordner klicken,
dann Shift und Entfernen drücken und dann auf Ja drücken, also klicken. So, jetzt zieht ihr, oh, sorry, jetzt zieht ihr die Dateien von Forge hier rein. Das macht ihr mal eben, einfach hier reinziehen. Ja, das wollen wir. So, wenn er dann fertig ist, dann kommt Optifine hinterher. Optifine, hier haben wir Optifine. Also wie gesagt, ihr braucht WinRAR auch dafür. So, da ziehen wir jetzt hier auch mal rein. Und bevor wir jetzt hier den Shader, die Shaders reinhauen, öffne ich mal kurz Minecraft, um zu testen, ob das noch startet. Weil ich hatte eben Fail gehabt in der Aufnahme, da ging da nichts mehr. Hier so, das ist schon mal alles richtig. Warten wir mal ab. Ja, Minecraft, noch startet Minecraft. Und jetzt brauchen wir halt noch die Shader, nicht die Shader Packs, die kommen natürlich auch noch. Jetzt brauchen wir natürlich noch, wenn wir mal auf Mods gehen. Ja, was haben wir hier drin? Ach, da sind auch noch ein paar Mods von mir selbst drin. Also nicht jetzt darauf achten, dass ich hier noch welche stehen habe. Und ja, jetzt kommen wir halt zu den Shaders. Ihr geht wieder in die Minecraft Jar. So, erstmal das hier schließen. Minecraft Jar, öffnen mit WinRAR Archiver. Und dort müsst ihr jetzt einfach die Shader Mod Daten reinziehen. So, Shaders Mod, GLSL. Dort einfach diese ganzen Dateien in die Minecraft Jar ziehen, dann auf OK. Und dann könnt ihr Minecraft starten. Achso, und bevor wir das machen, ihr ladet euch, wenn ihr wollt, könnt ihr noch die Shader-Packs von mir herunterladen. Die habe ich hier mal, die werde ich, hier genau, die werde ich nochmal hochladen. Und dann braucht ihr diese einfach nur, ihr braucht einfach nur in .minecraft einen neuen Ordner stehen, den ihr Shader-Packs nennt. Und dort zieht ihr die dann einfach alle rein. Dann habt ihr die Shader-Packs, die ich auch habe. Und ja, ihr könnt natürlich auch noch andere runterladen. Ach, jetzt habe ich das hier zweimal geöffnet. So, Login. Jetzt startet das hier alles. Jetzt müsst ihr einfach abwarten. Mojang, und das sieht doch schon besser aus als eben. Ja, den Fail habt ihr ja sowieso nicht gesehen. Und jetzt haben wir hier Minecraft gestartet, erfolgreich. Und jetzt gehe ich mal kurz in eine Welt rein. Test zum Beispiel. Und ja, so, noch haben wir hier keine Shader. Oh, ist hier noch gar keine Shader drin. Jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen auf Optionen, Shaders und wählen jetzt hier entweder Internal aus. Auch da haben wir auch keine Shader. Ach ja, genau, Internal nicht. Ihr müsst jetzt ein Shader-Pack auswählen. Wie gesagt, ich werde euch hier 4 zur Wahl schicken, zur Wahl, zum Download stellen. Ihr könnt natürlich auch noch andere runterladen. Und ja, dann, ja, wählen wir mal eins aus. Zum Beispiel das hier. Zeus Standard, würde ich euch empfehlen. Und schon habt ihr hier Shader drin, ne? Natürlich auch mit diesem geilen Wasser hier. Und ja, gut, dann habt ihr hier Shader, die Sonne ist auch da drin. Und ihr könnt natürlich dann auch noch hier andere Shader-Pack nehmen. Ultra. Das sieht auch geil aus, aber ich finde das andere besser. Dann gibt es hier noch, das ist eigentlich genau das gleiche. Sorry, ich habe das hier zweimal irgendwie drin. Dann gibt es auch noch das Light-Shader-Pack. Das ist dann halt für etwas schlechtere PCs. Und dann gibt es auch noch None. Dann habt ihr gar kein Shader-Pack mehr drin. Jo, dann würde ich mal sagen, danke, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Jetzt viel Spaß mit den, ja, Shadern. Ich lasse mal ein bisschen TNT explodieren. Siehst du, das sieht man auch schon hier, die Shader-Effekte. Ja, gut. Und, ja, eine Fackel hier entsteht. Ja. Auf jeden Fall habt ihr jetzt die Shader installiert. Und dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Sorry für die ganzen Fails. Oh. Und, ja, hier mit Schatten und alles. Hier klappt auch wunderbar. Und dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Fragen und Problemen einfach in die Kommentare schreiben. Jo, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. So, sorry, sag ich schon. Ciao, Leute. Ciao und nochmal sorry wegen der Mikrofonqualität. Ciao. So, und nochmal zum Schluss noch einmal eine Info. Ich möchte mich nochmal für die ganzen Cuts, also für die Schnitte, entschuldigen. Ich hoffe, ihr habt das jetzt überhaupt verstanden. Wer jetzt meint, hä, jetzt du hast da voll viel rumgeschnitten, jetzt halt verstehe ich gar nichts mehr. Alter, bist du doof, dislike. Ja, für die möchte ich nochmal erklären. Also, ihr braucht einmal, wie gesagt, Optifine, ihr braucht Forge und ihr braucht den GLSL Shader Mod, wie ich das im Video zeige. Und die Links sind natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung. Und dann müsst ihr halt erstmal Forge installieren, danach Optifine und danach die Shader. Aber das zeige ich dann ja auch im Video, das sollte ja wieder verständlich sein. Und ja, und dann habt ihr halt die Shader drin. Da müsst ihr halt, wie gesagt, nur noch Shader Packs reinholen, wie ich das schon im Video gezeigt habe. Ja, nur nochmal für alle, die das jetzt nicht gerafft haben, was außer Optifine und Forge, was man da noch runterladen muss. Die Links sind auch alle in der Videobeschreibung. Einfach runterladen und nach dem Video installieren. Das muss funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, schreibt einfach einen Kommentar. Ich helfe euch dann so schnell wie möglich. Und Kritik bitte auch in die Kommentare, aber konstruktive und nicht irgendwie sowas wie Scheiß Tutorial. Sondern ihr könnt natürlich jetzt schreiben, das Tutorial hat mir nicht so gefallen, weil, ja,
du da so viel rumgestellt hast oder sowas. Würde ich nur mal so gesagt haben, würde mich über so eine konstruktive Kritik mehr freuen als über nur scheiß Tutorial. Und dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen und tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute, ciao, die nächsten Mod-Installationen-Tutorials werden wieder ohne Fail sein, hoffe ich mal. Und ja, dann würde ich mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute, ciao.